So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht und Plattgemacht Video. Ich habe so viel fleißig gesammelt. Hier steht auch noch ein Wäschekorb voll mit verschiedenen Dingen. Und wir wissen ja alle, dass diese Videos immer ein bisschen länger werden. Von daher, falls ihr jetzt hungrig seid, schnappt euch am besten noch was, weil sonst kommt der Hunger mit dem Video, mit den Leckereien, die ich euch zeige. Und dann gehen wir einmal alles durch, was wir die letzten Wochen so verspeist, vertrunken, verbraucht haben und wie wir die Sachen so gefunden haben. Fangen wir an mit etwas, was wir nicht verspeist haben, Backpapier. Da kaufen wir immer die Backpapierzuschnitte. Das ist einfach am einfachsten für uns in der Nutzung. Machen wir weiter mit Bulgur. Würde ich nicht wieder nachkaufen, weil ich bin Fan lieber von Basmati-Reis oder von Couscous. Oder auch Risotto, aber Bulgur ist mir ein bisschen zu körnig, da habe ich Couscous lieber. Und ich finde Couscous oder Bulgur, das ist, glaube ich, ja, kann man sehr gut miteinander austauschen. Deshalb bei uns Couscous, Bulgur wird nicht nachgekauft, war aber okay. Hier werden wir dann auch beim Risotto-Reis. Ich mache hier immer das Curry-Möhren-Risotto, so alle paar Wochen mal mit dem Thermomix. Super Rezept, wenn man das einmal durchziehen lässt, hat man irgendwie 2 Tage was von mit 2 Personen. Gut sättigend. Nicht so ungesund, aber auch jetzt nicht das Gesündeste wahrscheinlich, aber es ist auch viel Möhre dann mit dabei. Und im Herbst freue ich mich auch wieder, einen Kürbisrisotto zu machen mit dem Thermomix. Etwas, was ich wieder für mich neu entdeckt habe, sind rote Linsen. Und zwar nutze ich die immer ganz gerne, weil es gibt viele Linsen, die brauchen sehr lange, um zu kochen, also um gar zu werden. Es gibt auch viele, die man noch vorbereitend irgendwie einweichen muss. Und rote Linsen kann man einfach aufkochen, lässt das Ganze dann stehen, ein bisschen köcheln und dann ziehen die von alleine durch. Ich würde sagen, die brauchen so 20 Minuten. Was steht hier drauf? Hier steht 10 Minuten. Ich würde sagen, so 15, 20 Minuten, dann sind sie richtig schön weich. Und so mag ich das bei roten Linsen eigentlich oder bei Linsen generell am liebsten. Und die nutze ich ganz gerne für meine orientalische Linsensuppe mit gestückten Tomaten und leckeren orientalischen Gewürzen. Chorizo, total cool. Was ist das hier für eine gewesen? Ich glaube, die hatten wir selber gekauft. Das war so eine, die war so gebogen wie so eine Salami. Bei meiner Mutter hatten wir jetzt welche. Das waren so kleine, eher so kleine Chorizos. Und die waren so an der Kette, musste ich so an diese Würstchen von früher aus dem Glas denken. Mini-Bini-Würstchenkette, die hingen noch auch irgendwie alle immer aneinander. Die Werbung zieht auf jeden Fall, wenn man sich immer noch an diesen Spruch erinnert. Und die finde ich super lecker mal, wenn man irgendwie abends so ein paar Kleinigkeiten machen möchte und ein bisschen Fleisch dabei haben möchte. Also was Fleischiges, dann finde ich Chorizo eine sehr schöne Variante. Hier empfehle ich nicht, eine ganze Wurst zu braten. Also ich würde es immer braten oder auch grillen, auch sehr lecker. Es lebt wirklich davon, dass man das Innere irgendwie, ja, irgendwie anbrät oder angrillt. Deshalb entweder in Scheiben schneiden und die braten. Oder aber, wenn man es grillt, dann sind die Scheiben ein bisschen zu dünn. Die würden ganz schnell durch den Rost durchfallen und dann in der Asche landen. Da kann man gut sich so breite Stücke irgendwie abschneiden von der Wurst oder halt die, die schon so groß sind, von der Machart her quasi nehmen und die einfach einmal halbieren und dann auf dem Grill von beiden Seiten nochmal grillen. Große Empfehlung, mögen wir sie gerne. Oh, das hat Kevin, ich glaube, ein halbes Jahr lang in den Supermärkten gesucht, von Milka, die Crispy Joghurt, seine absolute Lieblings-Milka-Schokolade und auch eine meiner liebsten Milka-Schokoladen. Witzigerweise haben wir die in ganz vielen Supermärkten nicht gefunden, wo ich gedacht habe, das kann ja eigentlich sein, das ist ja nichts Spezielles. Am Ende haben wir die hier bei Rewe bei meiner Mama entdeckt. Und Kevin war ganz glücklich, sodass wir natürlich gleich 2 Packungen gekauft haben. Eis, Mövenpick, Bourbon, Vanille, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das hatte ich gekauft, um Eiskaffee zu machen, beziehungsweise das Vanilleeis zu essen und so ein bisschen Eiskaffee-Konzentrat darüber zu geben. Das konnte man sehr gut machen, hat sehr lecker geschmeckt. Momentan essen wir meistens Stieleis, deshalb haben wir es jetzt nicht nachgekauft, aber Mövenpick ist immer eine gute Wahl, ne? Kommen wir zu dem Eis am Stiel. Da habe ich gleich hier ein paar mehrere Kartons gesehen. Fangen wir mal an. Calippo Cola haben wir momentan irgendwie immer im Kühlschrank. Wir hatten jetzt zwischendurch auch einmal Orange gekauft, aber Calippo Cola diesen Sommer schon mehrfach nachgekauft. Allerdings den von, und da stolper ich gerade drüber, von der
Hausmarke eigentlich immer lieber, was mich angeht. Ich glaube, Kevin fand das Original-Calippo ein kleines Stückchen besser. Ich fand, das Original-Calippo schmeckte mehr wie so eine Art Metze-Mix, also wie so eine Mischung. Und die Hausmarken-Calippos, die sind für mich viel colahaltiger gewesen. Deshalb, also wir kaufen es auf jeden Fall immer wieder nach, aber wir kaufen immer die günstige Variante. Dann haben wir bei Aldi mitgenommen gehabt, Mango-Himbeer und Orange-Cassis. Wir fanden Mango-Himbeer beide etwas geschmacksneutral. Neutral ist das falsche Wort, aber hat uns jetzt nicht umgehauen, würden wir nicht nachkaufen. Was wir nachkaufen würden, war die Orange-Cassis-Variante. Wir mögen beide beispielsweise auch so Orangeneis, also Capri-Eis total gerne. Und Cassis war auch sehr interessant. Und das haben wir jetzt gerade die Woche mitgenommen. Bum Bum Eis. War einfach auch mal wieder völlig totale Kindheitserinnerung. Das Kaugummi habe ich gar nicht gegessen, aber das Eis war irgendwie sehr cool. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt in nächster Zeit wieder nachkaufen. Aber wir haben momentan immer Stieleis im Kühlschrank. Oh, hier ist noch eins. Das hier haben wir jetzt auch schon wieder nachgekauft. Double Gold Caramel Billionaire. Das ist innen drin quasi Vanilleeis und dann ist es eine flüssige Schicht Karamell und dann ist es eine feste Schicht Karamell drumherum. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr geil. Und da klingelt immer kurz an die Tür. Da wurde gerade mein Conditioner geliefert, den ich noch nachbestellt hatte, weil der jetzt zur Neige geht und das nehme ich mal als Überleitung zum nächsten Thema. Der ist nämlich noch nicht ganz leer, aber leer ist von Philip Kingsley mein Bodybuilding Shampoo. Und das, was gerade nachgeliefert worden ist, ist der Conditioner dazu. Den habe ich aber noch, da ist noch so ein bisschen drin, deshalb brauchte ich den noch, finden wir den noch nicht im heutigen Video wieder. Ich bin das jetzt, glaube ich, am Testen seit 3, 4, 6 Monaten. Ich habe vorher ja immer sehr, sehr gerne das von John Lenn benutzt und bin hierauf jetzt nur umgestiegen, weil Lorna Lux erzählt hatte, dass sie sehr dünne Haare hatte und dieses Bodybuilding-Shampoo ihr geholfen hat, so ein bisschen das Haarwachstum zu fördern. Zumindest sind ihre Haare deutlich dichter geworden. Ich würde sagen, sie sind vielleicht ein bisschen gestärkter, auf jeden Fall auch mehr geworden. Sie hatte da richtig auch so Vorher-Nachher-Fotos. Und das passt sehr gut so zu meinem Haartyp, weil ich auch sehr feines Haar habe und keine Massen. Und deshalb wollte ich das mal ausprobieren und habe den Eindruck, dass mit den Haaren, finde ich, sieht man ja wirklich immer erst so nach einem halben, dreiviertel Jahr, deshalb habe ich es jetzt einmal nachbestellt, dass ich wirklich viele Härchen habe, die hier nachgewachsen sind. Meine Friseurin sagte das ja auch, ich habe hier so viele Babyhärchen. Ob ich irgendwie einen Nährstoffmangel habe. Ich habe das aber eigentlich dann im Nachhinein eher positiv umformuliert, weil ich dachte, vielleicht kommt das jetzt durch das Shampoo, dass das wirklich alles einfach effektiver nachwächst. Deshalb, ja, kann ich da noch nichts sagen. Ich glaube, ich habe auch kein Vorher-Nachher-Foto, weil ich diesen Fotomoment einfach nicht gemacht habe am Anfang. Aber werde das nochmal ein bisschen weiter beobachten. Von daher, ich bin da auf jeden Fall super zufrieden, grundsätzlich mit der Conditioner auch. Damit kann ich mir nach dem Waschen die Haare mal gut kämmen, aber das ist ja bei jedem Conditioner so. Bin ich jedenfalls sehr zufrieden mit, deshalb habe ich es nachgekauft. Und dann nach der zweiten Fuhre, wenn die leer ist, dann werde ich mal gucken, ob ich das beibehalte oder ob ich dann wieder auf ein anderes Shampoo gehe. Kommen wir zu Nudeln, Fusilli. Das sind Dinkelfusilli, habe ich euch schon ganz oft erzählt. Ich kaufe nur noch Dinkelnudeln für uns, weil die einfach für uns genauso schmecken wie normale Weizenmehlnudeln. Das hier ist ja auch Dinkel-Weizenmehl, aber Dinkel ist irgendwie immer noch ein bisschen bekömmlicher, haben wir zumindest den Eindruck. Leer gemacht haben wir außerdem Maracuja-Saft, den nutzen wir ja immer, um unseren Avocado-Rosensalat mit einem Dressing zu versehen. Da nehme ich immer Maracuja-Saft, Olivenöl, ein bisschen Essig, den Balsamico-Dressing-Mix, das Gewürz von Just Spices und Estragon und mache das dann als Dressing an den Salat. Und Maracuja da dran zu machen, gibt eine richtig schöne, fruchtig-frische Note mit daran. Also falls ihr Dressings selber gerne macht, dann probiert euch auch mal mit Säften aus. Orange, Maracuja, kann man wahrscheinlich noch verschiedenes anderes ausprobieren, aber das ist so unser Favorite. Ein anderer Salat, den wir total gerne essen, ist ja der Juwelensalat, bestehend aus Kidneybohnen, Gurke, Schalotten, dem leckeren Hirtenkäse von Aldi, dem hier. Oh, ich sehe gerade, ich habe sogar, habe ich gar nicht aufgepasst. Ihr habt mir ja mal gesagt, ich brauche nur noch einen davon aufheben.
Aber wenn ich den Überblick verliere, dann landen anscheinend doch mal drei da drin. Also cremiger Hirtenkäse von Aldi, den essen wir mindestens einmal pro Woche innerhalb von diesem Salat. Das ist der beste Feta-Käse, den es irgendwie gibt. Früher mochte ich Salakis immer total gerne. Mag ich auch immer noch sehr gern. Aber der hier ist für den Salat immer noch ein bisschen cremiger. Und das gibt immer so ein bisschen noch was an das Salatdressing ab, weil sich das so ein bisschen dieses leicht schmierig, cremig-käsige sich dann mit dem Dressing vermischt. Und seit, ich würde sagen, 2 Monaten machen wir, weil Kevin gesagt hatte, das hatte er bei seiner Mutter letztens mal gegessen, Thunfisch mit da rein. Ich war erst ein bisschen skeptisch, habe aber beim ersten Mal gedacht, okay, dann probieren wir das mal aus. Und mittlerweile machen wir den jetzt immer mit daran. Das ist der Thunfisch, ist das Thunfischfilet in Olivenöl, das ganz klassische von Zupiké. Total lecker, sehr, sehr weich auf jeden Fall, mit dem Olivenöl auch. Nicht so ein trockener Thunfisch, wie das bei manchen anderen ist. Den nutzen wir gerne. Schmeißt den Müll hier schon in die richtigen Behälter neben mir. Wir haben leer gemacht Erdnusskerne. Erdnusskerne, die haben wir leer gemacht, weil die in ein Rezept gehört haben. Die würde ich beim nächsten Mal da allerdings nicht wieder reinmachen, deshalb würde ich sie jetzt auch nicht nachkaufen. Aber ja, Erdnusskerne, Erdnusskerne. Das Rezept war eins vom Thermomix. Das war Süßkartoffel mit Chorizo-Eintopf in so einer Tomatensauce. Sehr, sehr lecker. Und die Erdnüsse hat man zu Anfang einmal geschreddert und dann hatten wir ganz, ganz viele kleinstückige Erdnussstücke drin, also wirklich nur so Millimeter. Ich muss aber gestehen, dass mir das nicht so gut gefallen hat von der Konsistenz, wie wenn das nicht drin gewesen wäre. Die Erdnüsse bringen uns selber auch nicht wirklich Geschmack rein, weil sie sind nicht. Sind sie geröstet? Ja, sie sind geröstet, aber jetzt nicht nochmal extra in der Pfanne geröstet, dann würde das noch mehr Geschmack reinbringen. Sie sind einfach so, wie sie dann aus der Tüte gekommen sind, da rein. Und bringen ja vor allem viele Fette rein, also auch viele gute Fette. Aber dadurch, dass ja auch schon die Chorizo da drin war, die viele schlechte Fette hat, brauche ich jetzt nicht noch die guten Fette, also auch wenn die guten Fette wichtiger wären, aber vom Geschmack her brauchen wir die Chorizo und dann waren wir das insgesamt sonst auch ein bisschen fettig und dann liegt es ein bisschen schwer im Magen. Lange Rede, deshalb würde ich die Erdnusskerne da nicht wieder reinmachen. Wenn ich Erdnusskerne brauche, würde ich sie wieder kaufen. Mein Feuchtigkeitsfluid aus meiner Morgenroutine habt ihr auch schon tausendmal gesehen. Ich nehme hier immer die für normale bis Mischhaut und kaufe die alle 2 Monate, würde ich sagen. Neu. Dann hatte ich zu meinem Geburtstag, ich glaube, so um meinen Geburtstag herum fing das auch an, dass wir wieder gesammelt haben, hatten wir eine Celebrations geschenkt bekommen, haben wir gegessen, kaufe ich nicht selber für uns, aber wenn man die geschenkt bekommt, ist das natürlich immer ganz nett. Auch geschenkt bekommen habe ich Happy Birthday Pralines, auch von Milka. Milka und Kinder sind einfach die leckersten Schokoladen, muss man ja sagen. Die mag ich sehr, sehr gerne. Das sind immer diese kleinen, die man hier so rausnehmen kann. Und wo dann diese Milchcreme drin ist. Die mit Milchcreme sind auch mein Favorit. Erdbeercreme ist auch lecker, aber die mit Milch ist noch besser. Oh, dann haben wir leer gemacht. War das im Adventskalender? Nee, das habe ich letztes Jahr mal bei Amazon, glaube ich, gekauft gehabt. Oder bei Foodist selber. Weiß ich gar nicht. Von Foodist die Peanut Butter Cinnamon Vanilla. Wer gerne Erdnussbutter isst und Zimtnoten mag, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Das ist so eine geile Kombination. Ich habe das auch, glaube ich, größtenteils mir gelöffelt, beziehungsweise wir haben das in unsere Bowls, die wir am Jahresanfang hatten wir, glaube ich, so eine Zeit, da hatten wir viel Bowls gemacht. In letzter Zeit gar nicht, aber am Jahresanfang. Wir haben immer so Phasen, wo wir irgendwie so gewisse Dinge machen. Heute hatten wir die Phase Toastbrot mit verschiedenem Aufstrich, komme ich auch gleich zu. Und ja, total lecker ist von Foodist. War nicht im Adventskalender. Wir hatten auch von Foodist, glaube ich, hatten wir von Foodist den Adventskalender? Wir hatten den von Koro und von. War das nicht auch Foodist? Kriegt den zweiten nicht mehr zusammen, von wem der war. Auf jeden Fall sehr lecker. Würde ich jetzt nicht so einfach nachkaufen, weil es ist eine sehr ungesunde und gefährliche Sache für mich hier, wenn ich im Homeoffice bin, so. Aber sehr lecker. Und auch sehr geil, Entschuldigung. Wo hatte ich denn das gesehen? So ein Rezept, um sich selber so kleine, gesündere Pralinen zu machen, bestehend dann aus einem Müsli, was so ein bisschen härter auf jeden Fall ist. Dann kam da, glaube ich, Kokosöl zu.
Und auch Erdnussbutter, da habe ich damals die reingemacht und das dann im Ofen zusammen oder einfach nur so vermischt und dann in Zartbitterschokolade gewälzt. Kriegen die mehr zusammen. Die habe ich auf jeden Fall auch mit denen gemacht. Das war richtig geil. Kartons haben wir noch. Schokostreusel. Haben wir vielleicht auf Toast gegessen. Da wären wir wieder bei Toast. Ich mag nämlich frisches, heißes Toast, gesalzene Butter und dann Schokostreusel oder aber unser absoluter Favorit, den wir heute auch fast gegessen haben, Lotuscreme. Allerdings haben wir uns vergriffen und haben nicht die Crunchy-Variante gekauft, die Kevin sonst auch am liebsten mag, sondern wir haben die normale cremige gekauft. Das Glas kaufen wir von Zeit zu Zeit immer mal nach, weil wir wissen, dass es das auch wieder so was Gefährliches im Schrank ist. Deshalb ein Dauerrenner auf jeden Fall. Die habe ich jetzt nicht wieder nachgekauft. Würde ich jetzt auch erstmal nicht, weil das ist noch geiler. Und Lasagneplatten für Lasagne. Lasagne mache ich immer sehr gerne mit so einer Rinderhack-Bolognese und mache in die Bolognese, das macht ja der Italiener auch klassisch, so klein geriebene oder ich schredder dir mal mit dem Thermomix Möhren rein. Auch mal eine gute Variante, um nochmal wieder Gemüse in ein Gericht zu bekommen, was eigentlich sonst eher nicht so gesund ist. Oder also so Nudelgerichte haben ja mal. Genau, hier haben wir gar keine Dinkelnudeln. Gibt es Dinkellasagne? Ja, also das sind auf jeden Fall die normalen Lasagneplatten. Und ich finde, durch die Möhren da drin hat man da zumindest auch immer wieder so einen Anteil Gemüse innerhalb der Mahlzeit. Deshalb mache ich da immer sehr gerne die geschredderten Möhren rein. Vor allem, wenn man das jetzt auch nicht so wirklich rausschmeckt. Thunfisch hatten wir schon. Dann haben wir hier wieder so ein Umsonstteil von Lidl gehabt, eine Schokomilch. Ich habe dann meinen Eiskaffee von Moin getrunken. Kevin hatte die Schokomilch. Gibt es ja, dass man da, wenn man die Lidl Plus App nutzt, immer mal wieder was umsonst bekommt oder 1-2 € Rabatt auf dem Einkauf hat. Ah, hier zusammengewickelt. Achso, Vollkornwraps haben wir nach wie vor meistens eigentlich immer da, um entweder Wraps zu machen oder wenn ich meinen Shakshuka esse und kein Brötchen da habe, dann nehme ich mir auch mal so einen halben Wrap noch irgendwie dazu. Dann habe ich hier richtig viele Gewürze leer gemacht. Oh mein Gott, richtig viele. Ich werde sie wahrscheinlich auch gar nicht jetzt alle auf einmal zusammenkriegen. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben leer gemacht. Estragon. Estragon kommt bei uns immer an die Salatdressings ran. Deshalb muss das immer im Schrank sein. Außerdem muss immer im Schrank sein Aglio e Olio Gewürz, weil wenn ich keinen frischen Knoblauch habe, dann packe ich hiervon immer was rein. Das ist, glaube ich, eigentlich gedacht ja, dass man es mit Olivenöl mischt und dann mit Nudeln einfach isst, als Nudeln in einer Knoblauchsoße. Aber ich nutze es auch sehr gerne, um das einfach als Knoblauch mitzuwürzen. Da ist zwar auch mehr drin als Knoblauch, weil da sind nur ein Drittel Knoblauchraspeln drin. Der Rest besteht aus Tomatenflocken, Meersalz, Chili, Petersilie, Zwiebeln, Pfeffer und Oregano. Oregano, Oregano, Oregano. Und ich mache das auch an andere Pastagerichte ran. Beispielsweise, wenn wir unsere Frischkäsesoßen machen, mache ich das da auch mit daran. Oder unsere Blumenkohlpizza, die wir jetzt auch schon ein paar Monate nicht gegessen haben. Aber es lag, glaube ich, so an der Sommerzeit. Jetzt im Winter werden wir die, glaube ich, wieder mehr essen. Nicht, dass das so ein klassisches Wintergericht wäre, aber man hat ja manchmal so seine Phasen. Den kaufen wir auf jeden Fall immer wieder nach. Wen wir nicht wieder nachkaufen, ist Hot Garlic and Onion Dip. Das ist so ein bisschen die schärfere Variante zu Aglio e Olio. Es gibt manchmal aber Gerichte, da möchte ich keine Schärfe reinbringen. Und ich brauche nicht beide im Schrank. Da reicht mir Aglio e Olio. Wir haben sowieso schon so viele von den Gewürzen im Schrank, weil wir so viele von denen verwenden. Übrigens wäre das für mich auch mal ein sehr interessanter Kooperationspartner, weil das total Spaß machen würde, dann noch mehr irgendwie einzusteigen in das Thema. Und vor allem habt ihr euch ja auch schon mal so ein Rezept, wie ihr irgendwie gewünscht. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist es so, dass wenn wir 1000 Abonnenten hier auf dem Kanal haben, dass man dann da eine Kooperation anfragen kann. Das werde ich für uns auf jeden Fall im Blick behalten. Keine Ahnung, was das dann genau heißt. Irgendwie vielleicht kriegen wir dann ja auch einen Rabattcode. Ja, ganz cool. Auf jeden Fall der Grund, warum ich das kaufen würde. Bei Nachschärfen kann man ja mit Sambal Oleg nutzen wir zum Beispiel sehr gerne zum Schärfen oder wenn es um so Thai-Gerichte geht, so Thai-Currypasten. Habe ich auch immer eine Schafe zu Hause. Das ist immer gut zum Nachwürzen. Aber deshalb würde ich den nicht unbedingt nachkaufen. Wenn ihr immer gerne Schärfe im Essen habt, dann ist das natürlich auch eine gute Wahl.
Dann haben wir hier Curry und Kreuzkümmel. Beides Gewürze, die sich, glaube ich, wieder gespiegelt haben diese Woche im Curry-Möhren-Risotto. War da auch ein bisschen Kümmel drin? Ich glaube, ja, Kreuzkümmel. Kreuzkümmel benutze ich auf jeden Fall total viel auch für meine Shakshuka, für mein orientalisches Chili, meine orientalische Linsensuppe. Also Kreuzkümmel muss ich immer im Schrank haben. Und Curry benutze ich, glaube ich, nicht ganz so häufig, aber auch in vielen Rezepten muss ich auch immer wieder da haben. Und ich sage es ja immer wieder, ich benutze immer die Gewürze von Ostmann, weil die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und dann habe ich noch, die habe ich jetzt schon Ewigkeiten, die hätte ich wahrscheinlich ja, mindestens haltbar bis 2018. Aber Gewürze laufen ja auch nicht so ab. Und das war so eine schöne große Dose. Bin auch froh, dass sie jetzt aus dem Schrank raus ist, weil sie da nicht so richtig in das Regalsystem reingepasst hat und immer an so einer separaten Stelle stand. Und ich habe das gerne immer alles zusammen. Deshalb mag ich es auch möglich einheitlich. Deshalb haben wir Ostmann-Gewürze und wir haben Just Spices-Gewürze. Auf jeden Fall Paprika. Tap de Corti ist so die Sorte, kommt aus Spanien. Die sind direkt vom Feld, heißt der Anbieter, wo man die kaufen konnte. Ich habe das mal als Geschenk bekommen. Und das wurde mir damals erzählt, dass die halt auch überall vor Ort war und halt auch mit den Bauern irgendwie in Kontakt stehen, die diese Gewürze da halt anpflanzen. Und ich fand das eine total schöne Story, deshalb würde ich so von der Story hier da auf jeden Fall wieder einkaufen. Allerdings sind mir die Dosen einfach zu groß, um sie bei mir in den Schrank zu bekommen. Deshalb, ich hatte 3 Stück. Ich glaube, wir haben schon mal welche hier gesehen. Die ist jetzt alle. Deshalb habe ich Paprika-Gewürz jetzt von Ostmann wieder nachgekauft. So, es lichtet sich. Ich kann ein bisschen mehr sehen. Auf jeden Fall habe ich noch mehr Gewürze gefunden. Noch mehr Estragon hatten wir gerade. Dann habe ich leer gemacht Rührei-Gewürz und das haben wir direkt wieder nachgekauft, weil wir das total gerne mittlerweile mögen. Das Rührei, was wir vorher immer gegessen haben, bevor wir dieses Gewürz über den Adventskalender ausprobiert haben, war auch immer schon total toll. Ich mache ja Rührei immer so, dass ich ein bisschen Salz dran mache, kein Pfeffer. Ich brauche keine Pfeffernoten im Rührei, mag es lieber ohne. Aber immer eine Prise Curry, diese Currynoten da drin. Ich finde das bei Rührei einfach richtig lecker. Und dann hatten wir dieses Gewürz im Adventskalender. Dann hatte ich das ausprobiert und hier ist unter anderem Schnittlauch. Genau, Schnittlauchröhrchen sind damit dabei. Und das ist total lecker. Deshalb mache ich unser Rührei jetzt immer mit den bisherigen Zutaten. Aber auch immer, ich würde sagen, so einen halben Teelöffel auf 5 bis 6 Eier, wenn ich für uns 2 zusammen dann Rührei mache. Haben wir auf jeden Fall wieder nachgekauft, würde ich jetzt auch immer wieder nachkaufen, weil es uns sehr gut gefällt. Und dann das Hackfleischgewürz, das habe ich jetzt eher mit aufgebraucht. Vielleicht habe ich da auch nicht das richtige Rezept gefunden, weil ich fand das grundsätzlich ganz lecker. Aber so wie ich das jetzt irgendwie genutzt hatte, war das jetzt für mich nicht so ein großer Mehrwert. Deshalb wäre das jetzt momentan so eins der Gewürze, was ich erstmal nicht nachkaufen würde. Wenn ich jetzt aber irgendwo ein Rezept sehen würde oder irgendwo eingeladen wäre und die Person macht irgendwas mit diesem Gewürz und ich würde sagen, boah, total lecker, dann würde ich es wieder nachkaufen. Aber ich bin auf keines meiner Rezepte gestoßen, was da so gepasst hat. Aber grundsätzlich sind wir beide Riesenfans von Just Spices. Merkt man in jedem aufgebrauchten Plattgemacht-Video, glaube ich. Dann haben wir leer gemacht. Saint-Albrée haben wir zum Frühstück gegessen. Kaufen wir immer mal wieder gerne wieder nach. Ich bevorzuge aber Géramont. Müsste ich davon nicht auch hier irgendwie was haben? Habe ich nicht. Kann auch mal passieren, dass sowas auch mal im normalen Müll und nicht in der aufgebrauchten Plattgemacht-Tüte landet. Dann habe ich leer gemacht den roten Traubensaft von der Marke Hofgut. Den hatte ich gekauft für meinen Geburtstag, weil wir einen Gast hatten, der den grundsätzlich gerne trinkt. Der hat dann, glaube ich, was anderes getrunken und wir haben den dann getrunken. War sehr lecker, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir permanent roten Traubensaft trinken. Deshalb würden wir den jetzt erstmal nicht wieder nachkaufen. Was ich aber immer wieder nachkaufe, ist natürlich mein Kiehl's Daily Reviving Concentrate. Ich hatte jetzt ganz lange gewartet, weil das auch teilweise ausverkauft war. Und ja, gibt es einfach überall. Ich benutze es jetzt seit fast 10 Jahren, seit über 10 Jahren. Ich kann es ja nicht genau sagen, wann ich angefangen habe, aber es ist wirklich
sehr, 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 sehr lange her. Ich habe meine 30 Milliliter Flasche behalten, die war nämlich leider nicht so schnell wieder verfügbar, deshalb bin ich dann auf 50 Milliliter gegangen, habe die 50 Milliliter jetzt für hier im Schrank und die 30 Milliliter Flasche habe ich mir aufgehoben, wenn wir mal auf Reisen gehen, dass ich da eine kleinere Flasche mitnehmen kann, weil ich das ein bisschen praktikabler finde und die in mein Louis Vuitton Kosmetiktäschchen auch reinpasst, in 30 Milliliter. 50 Milliliter wird ein bisschen viel Platz wegnehmen. Und dazu kann ich nochmal sagen, ich habe euch das ja jetzt schon mehrfach vorgestellt, auf meinem Like to Know It Kanal, ich verlinke euch unten nochmal den genauen Beitrag, habe ich euch alle Beauty-Produkte, die ich so nutze, und ich benutze eigentlich immer die gleichen im Alltag, habe ich euch unter einem Posting zusammengefasst. Wenn ihr da also was nachshoppen wollt, findet ihr da direkt alle Links und habt es ganz einfach, die Sachen zu shoppen. Als fleißige Zahnbürstenbenutzer haben wir natürlich auch Zahnpasta leer gemacht. Und zwar unseren All-Time-Favorite Blendermate, die Kräuter-Clean-Zahnpasta. Haben wir auch schon wieder nachgekauft. Unser Backup ist jetzt aber auch schon in Benutzung, deshalb brauchen wir einen neuen Backup und müssen einen neuen einkaufen. Unter keinen Umständen würde ich diese Wimpernzange nochmal nachkaufen. Also es sei denn, man sagt mir wirklich glaubwürdig, dass ich hier wirklich so einen Sonntagsgriff oder Montagskauf oder wie sagt man, erwischt habe, die Wimpernzange von Douglas. Ich bin mit der einfach nicht klargekommen. Die hat bei mir nichts gemacht. Und dann habe ich mir wieder diejenige gekauft, die nur ein Drittel von dem Preis von Douglas kostet, nämlich die ganz normale bei DM, und kriege die Wimpern richtig schön hochgeschwungen. Also ich weiß nicht, was da los war. Ich bin auch kein richtiger Roségold-Typ, deshalb finde ich sogar die silberne Zange vom DM ein bisschen hübscher. Ja, will ich wieder nachkaufen. Es sei denn, wie gesagt, glaubhaft vermittelt, das war nur die eine. Was ich unbedingt nachkaufen muss, was momentan leider ausverkauft wird, ich muss nachher nochmal gucken, wenn es wieder reingekommen ist, verlinke ich es euch unten, ist das Kaffeekonzentrat von Trimoin. Das hier ist die Geschmacksrichtung Karamell-Zuckerfrei. Die ist jetzt schon, glaube ich, seit 4 Wochen alle und ich bin ein bisschen traurig. Warte jetzt immer ab, bis Schokomokka wieder reinkommt. Der soll, glaube ich, zumindest wieder reinkommen. Deshalb bin ich da momentan am Abwarten. Und habe ja aktuell noch Haselnuss- und Vanillezuckerfrei im Kühlschrank. Die beiden sind auch fast leer. Und ich hoffe jetzt einfach ganz stark, dass das das Karamell-Zuckerfrei wieder reinkommt, bevor meine anderen beiden leer sind. Ich weiß nicht, was ich sonst mache, weil ich trinke jede Woche 3 oder 4 Mal so einen Eiskaffee. Das ist ja, ist ja auch ein Kooperationspartner, wenn man so will, beziehungsweise so, wenn ihr, ihr könnt meinen Rabattcode unten nutzen und ich kriege da dann immer eine kleine Provision, wenn ihr da einkauft. Und die erste Flasche, das war diese hier, die habe ich mir ja komplett selber gekauft, weil ich das Produkt erstmal testen wollte, um zu sehen, ob das irgendwas ist und weil ich halt selber die ganze Zeit auf der Suche nach Kaffeekonzentrat war. Ich hatte bei Amazon geguckt, was es da so gibt und hatte dann diese Werbung auf Instagram selber gesehen gehabt und habe mich dann für die Variante entschieden, weil ich hier total gut finde, dass es Made in Germany ist. Es ist ein kleines Startup aus Berlin. Die gibt es also auch noch nicht so lange und die sind vor allem mit den Bauern im Gespräch, dass das Ganze halt auch nachhaltig produziert wird. Bei der Schokomokka-Variante haben sie beim Kakao beispielsweise auch darauf geachtet. Und ich fand halt auch mega gut dieses Thema zuckerfrei, dass es zuckerfreie Varianten gibt. Und dieses Gesamtkonstrukt war dann für mich der Ausschlag, Moin zu kaufen. Es gibt bei Amazon durchaus auch 1, 2 Anbieter, glaube ich, die günstigere Flaschen haben. Aber das ist dann halt auch nicht aus nachhaltigem Anbau produziert. Vielleicht auch nicht zuckerfrei, ich weiß es nicht. Aber hier hat mir das Gesamtkonstrukt total gut gefallen. Deshalb war das für mich meine Wahl. Hat sich total befürwortet und deshalb hatte ich mich dann ja auch für eine Kooperation für uns beworben und das hat ja dann auch geklappt. Also, falls ihr es noch nicht getestet habt, unbedingt testen, wenn es wieder da ist. Ich werde euch dann natürlich auf Instagram auch auf dem Laufenden halten. Dann, das war glaube ich auch irgendwie so ein Teil vom Geburtstagsgeschenk. Giotto, das waren aber, glaube mich halt gerade ein Krübel angepiekt. Das war nicht die normale Variante, sondern die bläuliche. Das war, Biscotti, Butterbiscotti, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieses hellbläuliche. Sehr lecker. Könnte ich gar nicht sagen, ob ich die normale Variante oder die lieber mag. Ich hatte auch schon mal zu einem Geburtstag die Zitronenvariante geschenkt bekommen. Fand ich damals auch sehr lecker. Also mit Giotto macht man irgendwie nichts verkehrt.
leer gemacht, nee, das gehört nicht zusammen, habe ich auch verschiedene Yum-Yum-Tütensuppen. Ich finde es immer ein bisschen blöd, wie viel Müll das ist. Aber ich muss mittags auf der Arbeit irgendwie die Möglichkeit haben, schnell was zu essen zu machen. Mikrowelle haben wir, ist manchmal aber ein bisschen schwierig, irgendwie den dann zu nutzen. Deshalb versuche ich entweder mir was Kaltes mitzunehmen oder aber habe immer so eine Yum-Yum-Chicken-Flavor-Tütensuppe parat, weil das einfach schnell gemacht ist. Ich muss mir im Vorwege nicht großen Kopf machen. Für mich ist es ja sowieso immer schon ein bisschen Stress, wenn ich überhaupt ins Büro muss. Deshalb ist es für mich am einfachsten, wenn ich mir um das Essen wenig Gedanken machen muss. Und dann kann ich hier zusätzlich vielleicht noch Müsli-Riegel irgendwie mitnehmen und ein Stück Obst. Und dann komme ich ganz gut über den Tag, weil ich bin jemand, ich muss über den Tag irgendwie so zweimal irgendwas essen. Einmal so was Kleines und einmal nochmal so ein bisschen was Größeres. Es muss nicht unbedingt warm sein. Es muss irgendwie etwas sein, was mich dann sättigt, damit ich bis abends komme. Ich bin jemand, wenn ich Hunger habe, es geht für mich einfach gar nicht. Deshalb muss ich da immer vorsorgen. Und leer gemacht habe ich auch den Nachtisch, keine Ahnung, Salzbrezeln von Haribo, die Lakritz-Salzbrezeln, kaufen wir immer wieder mal gerne nach. Sind nicht die Salzlakritz, also nicht so salzig, hier steht zwar salzig süß drauf, aber für mich als Norddeutsche ist es eher süßes Lakritz. Ich mag mich auch sehr gerne salziges Lakritz und es gibt salziges Lakritz und es gibt richtig salziges Lakritz, was ich auch gerne mag. Das zieht einem manchmal dann auch so richtig die Nase weg. Richtig geil. Aber die kaufen wir auch immer mal ganz gerne. Beziehungsweise ich eigentlich, aber Kevin isst zwar mal einen Lakritz, aber nicht so in der Masse. Meine Mutter isst aber auch sehr gerne Lakritz. Von Marabu gibt es beispielsweise auch eine mit Lakritz oder Salmiak, ich weiß gar nicht, wie es ist. Die ist auch richtig lecker. Dann haben wir leer gemacht Butter von Président, die mit Meersalz. Wenn ihr gerne gesalzene Butter esst, müsst ihr die hier unbedingt mal ausprobieren. Das ist so die Deluxe-Variante. Die kostet auch irgendwie 3,50 Euro oder so. Also ein bisschen teurer ist sie. Aber die Salzflocken da drin schmelzen auf der Zunge. Das ist richtig genial. Dann haben wir leer gemacht Pflaster, da war ich ganz dankbar, weil wir irgendwie so 2-3 angefangene Packungen Pflaster haben. Deshalb bin ich froh, dass die jetzt leer sind. Das haben wir natürlich auch wieder da. Dann ist das einfach nur der leere Karton von dem Pillow Talk Lip Liner von Charlotte Tilbury. Den hatte ich zum Geburtstag geschenkt bekommen und benutze ihn immer ganz gerne jetzt, wenn ich meinen Lipgloss dazu benutze. Oh, hier ist direkt vom Feld auch noch Thymian, haben wir auch leer gemacht, aber auch hier das gleiche, die Dose ist zu riesig für unseren Schrank, deshalb haben wir Thymian jetzt nachgekauft von den Ostmann-Gewürzen. Und Thymian benutze ich übrigens immer ganz gerne als Gewürz auf Lachs, wenn ich den im Ofen mache, dann mache ich immer Thymian und Paprikapulver drüber und dann Olivenöl. Das hier war eine Probe, eine Wimperntuschenprobe von Charlotte Tilbury. Allerdings nicht mit wasserfester Wimperntusche. Ich habe sie einmal benutzt, direkt festgestellt, ich brauche wasserfeste Wimperntusche. Deshalb würde ich die jetzt nicht nachkaufen, aber die haben wahrscheinlich auch eine wasserfeste Variante. Die müsste ich dann erstmal probieren. So, dann haben wir leer gemacht von Mövenpick, die beste Marmelade, die es gibt. Himbeer, Passionsfrucht. Ich esse die sehr gerne auf einem Frischkäsebrötchen. Also erst so wie ein Frischkäse drauf und dann noch eine dünne Schicht Marmelade. Das ist für mich meine absolute Lieblingsmarmelade. Und die hat mir, glaube ich, auch anlässlich meines Geburtstages gekauft. Und das hier ist ein Pink Lady Karton. Da waren vier kleine Pink Lady Äpfel drin und die essen wir nach wie vor am liebsten. Wir haben hier noch ein paar Gläser Eiwar. Und zwar zweimal mild und einmal anscheinend scharf. Wahrscheinlich hatten sie nichts anderes dran. Eiwar benutzen wir einerseits total gerne, um unsere Eiwarsuppe zu machen. Das ist nichts anderes als eine Käselauchsuppe mit Hack und dann noch Eiwar obendrauf. Aber kein Lauch. Genau, kein Lauch, dafür Eiwar. Und die milden Eiwargläser benutze ich immer total gerne, um mir meinen Shakshuka zu machen. Da mache ich immer eine Dose gestückelte Tomaten und ein Glas Eiwar rein. Das ist dann von der Masse her so viel, dass das für 2 Tage für mich reicht. Und dann pochiere ich mir in jede der Portionen immer 2 Eier. Die Gewürze habe ich euch, glaube ich, unter meinem Favoritenvideo schon mal verlinkt. Das Rezept kann ich euch nochmal unten in die Infobox packen. Und deshalb ist Eiwar immer bei uns im Haushalt. So, gleich ist die Tüte leer, dann haben wir da noch was.
Also hier ist nochmal Zahnpasta, das hatten wir schon. Dann ist hier drin Van Avène die Cold Cream Baume Lèvres Lip Cream. Das ist eine Lippencreme. Die ist auch noch nicht ganz leer, aber sie riecht mittlerweile ein bisschen ranzig. Deshalb muss sie jetzt auch mal entsorgt werden. Die habe ich gekauft damals, als ich nach Finnland geflogen bin, um dort Husky-Schlittentouren zu machen. Das war eine mega Erfahrung. Von da haben wir auch dieses Rentierfell. Und die Cold Cream wurde mir damals von einer Bekannten empfohlen, um die Lippen zu schützen, weil die sehr schön pflegend ist. Und ich muss sagen, die ist wirklich, wirklich gut. Kann ich gut empfehlen. Ich bin jemand, der total selten eine Lippenpflege benutzt. Wahrscheinlich jetzt zum Winter eher noch mal mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Lippenpflege benutzt habe. Das kann schon 3 Monate her sein. Im Winter ist es, glaube ich, vielleicht so einmal alle 2 Wochen oder einmal im Monat. Ich bin auch so jemand, der sich da gar nicht erst dran gewöhnen will, weil man dann ja die Haut daran gewöhnt, dass sie diese Pflege bekommt. Und wenn sie die dann nicht mehr bekommt, dann kriegt man immer schnell spröde Lippen. Deshalb lieber weniger pflegen, dann arbeitet die Haut selber. Und das, ich stelle mir das auch so vor, dass das langfristig, wenn man alt wird, besser ist, wenn die Haut es selber gewöhnt ist, keine Stoffe von außen so viel zugeführt zu bekommen, sondern sich selbst versorgt. Kevin hat mich, glaube ich, letztens darauf aufmerksam gemacht, warum ich denn dann schon seit 10 Jahren irgendwie Gesichtspflege benutze. Aber irgendwie ist das was anderes, weil die... Okay, ist auch nichts anderes. Fair ist auch nur Einstellungssache, keine Ahnung. Jedenfalls kann ich dir empfehlen, wenn ihr irgendwie auch mit trockenen Lippen zu kämpfen habt. Aber wie gesagt, probiert da erstmal aus, die Lippen auch langsam von Pflegeprodukten zu empfehlen. Und was ich mir habe sagen lassen, es gibt Lippenpflegeprodukte, wie zum Beispiel diese kleinen Eos Lip Balm. Wer kennt die noch? Oh Gott, ich fand das immer so toll. Ich hatte immer den in Mint und fand den so toll. Das hat dann irgendwie immer direkt das Gefühl gehabt, ich habe Zähne geputzt, obwohl man keine Zähne geputzt hat. Aber es hatte so einen guten, minzig, frischen Geruch. Da war aber Zink drin. Ich bin da nicht so firm. Zink und das trocknet aber eigentlich die Lippen auch so ein bisschen aus. Also es gibt auch Lippenpflegeprodukte, da sind Stoffe drin, die die Lippen dann austrocknen. Da frage ich mich, wieso packt man das da rein? Okay. Dann auch vom Geburtstag leer gemacht Kinderriegel. Oh mein Gott, das beste Kinderprodukt. Dann leer gemacht hatte ich mal von meiner Freundin vor Ewigkeiten, glaube ich, geschenkt bekommen. Gin and Tonic Premium Botanicals. Da drin waren gewesen, ich glaube, in dem einen waren irgendwie Blätter. Nee, in dem einen waren Rosenblüten und in dem anderen Himbeeren. Und dann hatte ich jetzt auch noch welche. Nee, die Rosenblüten habe ich noch. Himbeeren, getrocknete Himbeeren und getrocknete Erdbeerscheiben. Ist total hübsch in einem Drink. Wenn man aber jetzt den Gin Tonic dann trinken möchte, dann hängt einem das Zeug immer irgendwie am Mund. Deshalb bin ich, ich hatte mir sowas auch schon mal selber gekauft, aber deshalb bin ich nicht mehr für solche Botanicals, weil mir das so ein bisschen mich beim Trinken stört. Was ich am liebsten im Gin Tonic habe, ist einfach eine große Scheibe Grapefruit, so eine halbe Scheibe Grapefruit. Finde ich total toll, ich mag die Frische von Grapefruit total gerne. Wir mögen den Mayfield Gin ja auch total gerne. Und das ist dann so meins. Sehr, sehr traurig war ich, als ich von Palm Olive den letzten Seifenrest aus meiner Luminous Öl Handseife, verführerischer Duft, Macadamia Öl und Pfingstrose herausgedruckt habe. Ich glaube, wir haben davon jetzt insgesamt 3 oder 4 Flaschen verbraucht. Es gibt die nicht mehr zu kaufen. Ich weiß noch, wie ich, als ich Kevin die ersten Male in Lea besucht habe, wie wir die da bei Multi gesehen haben. Bei uns hatte ich die schon nicht mehr gefunden. Und da habe ich dann direkt 3 oder 4 Flaschen gekauft damals. Und die haben jetzt bis vor kurzem gehalten. Ich glaube, bis kurz vor meinem Geburtstag, dann ist die eine gegangen. Und ich kann sie nicht mehr nachkaufen, weil es gibt die nicht so eine Limited Edition wahrscheinlich. Falls ihr die irgendwo mal sehen solltet, denkt an mich. Deshalb haben wir jetzt ja aber auch uns eine ganz tolle von Jo Malone gegönnt. Und die ist auch... Die ist so intensiv, kommt ein Geruch her, wenn Kevin auf Toilette war, sich die Hände wäscht und dann zurück ins Wohnzimmer kommt. Das riecht so intensiv nach der Jo Malone Seife, ist echt krass. Wir haben der Lime Basin Mandarin, die kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man auch so ein bisschen herbere Noten mag. Und beim nächsten Mal würde ich aber, glaube ich, auch noch mal eine andere ausprobieren. Da würde ich mich wahrscheinlich noch mal im Store so ein bisschen durchschnuppern.
Lime Basil Mandarin ist auch so eine Variante. Jetzt habe ich mich hier mit Tomatenmark eingesupscht. Lime Basil Mandarin ist auch so eine Variante. Da habe ich auch die Kerze davon, die ich seit anderthalb Jahren nicht angezündet habe. Irgendwann muss mal der Moment kommen, wenn ich die Kerze anzünde. Und ist aber, glaube ich, eine Variante, die ich als Parfum nicht nutzen würde, weil sie für mich einfach mehr ein wahnsinnig toller Raumduft ist. Ich liebe ja aber Blackberry and Bay beispielsweise als Parfum total. Ja, das, was mich jetzt hier gerade angesupscht hat, ist Tomatenmark. Habe ich leer gemacht, packe ich immer ein bisschen, manchmal auch mit in Shakshuka rein oder in Bolognese-Gerichte. Habe ich auf jeden Fall immer da. Dann habe ich leer gemacht bzw. entschieden, dass es jetzt als leer gilt, von Nyx das Butterglas in der Farbe Creme Brûlée BLG05. Das Butterglas habe ich auch dann direkt neu gekauft und ich hätte auch gesagt, dass hier immer noch so ein bisschen was drin ist. Ja, hier ist immer noch so ein bisschen was drin. Aber ich weiß nicht, ich habe das irgendwann in Barcelona gekauft und ich weiß, dass es viele Jahre her ist, seit ich das in Barcelona gekauft habe. Deshalb habe ich dann gedacht, das ist auch so aus Hygienegründen, das ist ja auch immer an den Lippen. Riecht aber noch nicht ranzig. Trotzdem habe ich dann entschieden, es ist mal Zeit, 6 Euro in ein neues Nyx Butterglas zu investieren. Findet ihr auch unter dem Post von meinen Beauty-Produkten. Und dann vom Body Shop die Body Butter Almond Milk. Roch total gut. Haben wir sehr schnell auch aufgebraucht, weil es so ein kleines Döschen ja nur ist. Kevin hat sich damit dann immer eingerieben. Es roch total gut. Ich bin nicht so ein Fan von so kleinen Dosen bei Body Milk oder Body Butter oder Body Lotion. Deshalb würde ich die jetzt nicht nachkaufen. Und vor allem haben wir auch noch jetzt einen großen Topf von der von Elizabeth Arden. Trotzdem mochte ich den Geruch auf jeden Fall total gerne. Und wenn ihr Bodyshop-Produkte gerne mögt, dann schaut da mal vorbei und riecht mal an der Almond Milk. Momentan sind wir dabei, wie heißt die noch? Moringa-Butter aufzubrauchen. Und ich habe leer gemacht ein Parfum, und zwar das Beiderfried. Das war dieses kleine... Es ist kein Probefläschchen, weil es kostet 80 Euro im Dreier-Set. Ich hatte Beiderfried, Mojave Ghost und Blanche. Bei Mojave Ghost merke ich, dass mir der Duft doch etwas zu würzig ist. Falls jemand Interesse hat, würde ich den sehr gerne sehr günstig irgendwie abgeben. Und den Blanche, den mag ich auf jeden Fall auch total gerne. Und Beiderfried mochte ich halt auch total gerne. Deshalb ist der halt leer. So, kommen wir zum letzten Schwung in dem Körbchen. Orangensaft, das ist auch richtig lecker, dass hier schon der Schimmel drin ist. Aber ja, es steht halt immer ein bisschen, ne? Aufgebraucht und fett gemacht, da ist das halt immer so eine Variante. Orangensaft, da holen wir immer gerne diesen frisch gepressten aus der Flasche von Lidl, Edeka und so weiter. Das ist immer ein schöner Frühstückssaft. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles hier noch neben das Bett stellen soll. Ich muss hier gleich erstmal aufräumen. Dann haben wir leer gemacht die Pringles, die Classic Paprika. Ich finde, dass sie ganz schnell ihren Paprikageschmack verlieren. Anders als die Sour Cream. Deshalb sind die Sour Cream unser Favorit. Außerdem hatten wir, glaube ich, auch am Geburtstag da Cola Zero. Kaufen wir ganz selten sonst nach. Aber wenn wir Cola kaufen oder auch so irgendwo Cola trinken, bestelle ich immer Cola Zero, weil ich den Zucker da drin nicht extra noch meinem Körper zuführen möchte. Und ich schmecke auch keinen großen Unterschied. Ich schmecke einen kleinen Unterschied, aber ich könnte auch jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter als das andere schmeckt. Dann ist leer gegangen und habe ich vorhin auch festgestellt, unser Geschirrspüler braucht wieder was, deshalb müssen wir es nachpacken. Klar, Spüler für unseren Geschirrspüler. Ich bin sehr froh, dass diese Riesenpackung Pfeffer leer gegangen ist. Das mache ich auch nie wieder. Das sind so Pfefferkugeln als Nachschubpackungen gewesen, aber da steht permanent im Schrank, mir im Weg und ich hasse das. Ich habe schon eine Dose, wo Nachfüllpfeffer drin war und dann hatte ich immer noch die hier so ein bisschen gefüllt. Das mag ich gar nicht. Ich habe gerne Ordnung in den Schränken und wenn ich dann an verschiedenen Stellen sowas irgendwie habe und so viel Pfeffer braucht einfach kein Mensch, 500 Gramm Pfeffer zum Nachfüllen. Wie viele Jahre sollen wir das denn benutzen? Ja, deshalb würde ich generell von Fuchs Pfefferkörner wieder nachkaufen, je nachdem, ob sie jetzt günstiger oder teurer sind als die von Ostmann. Ich würde Pfefferkörner immer wieder nachkaufen, egal von welcher Marke, aber nicht mehr in so riesigen Mengen. Nichts geht über frischen Pfeffer. Dann haben wir leer gemacht Pesto. Da haben wir das von Barilla gehabt, Genovese.
Pesto benutze ich einerseits ganz gerne, wenn ich so eine Gnocchi-Pfanne mache oder eine Nudel, irgendwie ein Nudelgericht beispielsweise mit Hähnchen. Aber das Pesto, was wir in letzter Zeit leer gemacht haben, haben wir immer mit Tomate Mozzarella gegessen. Ich war früher kein Mensch, der Tomate Mozzarella gegessen hat. Ich habe es gegessen, aber ich habe mir nichts daraus gemacht. Seitdem wir das aber nicht nur mit Balsamico-Creme, sondern auch zusätzlich immer so einem kleinen Häufchen Pesto verzieren und essen, bin ich ein Riesenfan. Manchmal machen so kleine Dinge echt den feinen Unterschied. Leer gemacht haben wir auch mehrfach unseren Nivea Men Fresh Ocean Deo Roller. Den benutzen wir ja beide und unser absoluter Lieblings-Deo Roller. Dann haben wir leer gemacht von Hitchcock den Zitronensaft. Die ganzen großen Flaschen sind schon im Glasmüll. Ich glaube, das waren 8 Stück oder so, die wir jetzt zusammengesammelt hatten, wo wir auch gesagt haben, wir müssen dringend zum Glasmüll. Und Kevin hat sich jetzt auch gewünscht, dass wir ab und an mal so ein kleines Fläschchen Limettensaft kaufen. Die gibt es auch gar nicht in großen Flaschen. Aber wir trinken jetzt seit einem Jahr, 1,5 Jahren jeden Morgen unseren Zitronensaft-Shot und haben auch das Gefühl, dass unser Immunsystem dadurch richtig gut geboostert ist. Außerdem leer gemacht Olivenöl, natives Olivenöl extra. Das benutze ich immer für meine Salatdressings. Wir sprachen gerade schon von Tomate Mozzarella, auch einmal leer gemacht. Haben wir Balsamico-Creme, da benutzen wir auch nur Balsamico-Creme und nicht Balsamico-Essig, weil das so schön cremig ist. Wahrscheinlich ist da noch mehr Zucker drin. Traubenmus, da ist auf jeden Fall Zucker drin. Ja, aber sehr lecker. Dann haben wir leer gemacht und heute Morgen tatsächlich gerade nachgekauft. Donauwelle von Koppenrad und Wiese. Ich mag die nicht, aber Kevin liebt sie. Kevin liebt Donauwelle. Und ich mag lieber andere Kuchen, aber das ist ja völlig fein. Und den hier haben wir gegessen, glaube ich, vor 2 Wochen, als seine Mama zu Besuch war. Heute kam sein Papa zu Besuch und deshalb gibt es heute auch nochmal Donauwelle. Und ich hatte letztens ja einen Apfelkuchen selber gebacken. Und das war auch Kevins Mama und ihr Mann, die da waren. Und die essen normalerweise immer total gerne dann Vanillesoße zu so Trockenkuchen. Aber mein Kuchen war so saftig, dass ihr gar keine Dessert-Vanillesoße darüber braucht. Das hat mich ganz stolz gemacht. Deshalb habe ich dann die Soße dann über die Woche verteilt noch so ein bisschen aufgegessen. Habe aber auch festgestellt, dass mir die ein bisschen schwer im Lagen mag irgendwie, weil das. Da habe ich zu viel davon auf einmal gegessen, weil ich habe mir das so vorgestellt wie so eine Vanillesoße. Aber ich glaube, die Dessertsoße, die war einfach irgendwie nochmal irgendwie dickflüssiger. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde sie wieder nachkaufen, aber ich würde sie nicht mehr so viel in meinen Massen irgendwie essen. Hier ist nochmal Donauwelle. So viel Donauwelle brauchen wir gar nicht. Dann leer gemacht, habe ich euch, glaube ich, auch im letzten Vlog gezeigt oder in einem der letzten Vlogs. Schoko Chunks Zart und Bitter. Das sind die Schokostückchen von Lidl aus der Backabteilung. Und ich habe die getestet im Vergleich zu den, habe ich jetzt hier nicht drin, aber in den anderen aufgebrauchten Platt gemacht, wie das habt ihr von uns immer mal gesehen, dass wir, wenn wir unsere Chocolate Muffins machen, dass wir so dicke, runde Plättchen immer bei Edeka gekauft haben, in diesem braun, weiß, beigen Tütchen. Und ich wollte wissen, wie die im Vergleich sind und kann sagen, man kann die 1:1 super tauschen, weil diese Schoko-Chunks wirklich auch chunky sind. Die sind richtig schön groß, haben eine richtig schöne Dicke. Das mögen wir nämlich immer ganz gerne bei den Chocolate Chip Muffins. Das ist halt nicht nur wie diese Streuschokoladenstäbchen, die wir vorhin hatten, nicht nur so kleine dünne Schokoladenstückchen sind, sondern richtig schöne dicke Schokoladenstückchen. Da kann man die super verwenden, würden wir auf jeden Fall nachkaufen. Hier haben wir nochmal Linguine, da weiß ich gar nicht. Das sind auch keine Dinkelnudeln, aber wir wollten bei irgendeinem Rezept letztens Linguine essen. Welches Nudelrezept haben wir denn da gegessen mit Linguine? Ich glaube, da war Mama auch noch mit dabei. Ich nicht zusammen. Wollten wir auf jeden Fall die dicken Spaghetti haben. Dann vom Backen her habe ich letztens die Chocolate Chip Muffins gebacken. Ich habe aber auch einen Teil verwendet, um Zitronen-Orangen-Muffins zu backen, also eigentlich Zitronen-Muffins. Hatte hier nämlich noch ein Tütchen geriebene Orangenschale und eins mit geriebener Zitronenschale. Geriebene Zitronenschale will ich immer wieder kaufen, weil ich liebe einen richtig guten, saftigen Zitronenkuchen, vielleicht noch mit so einem Zitronenguss drüber. Und Orange hatte ich einfach, glaube ich, mal im Adventskalender gehabt, zusammen mit einem anderen Zitronenteilchen und habe das jetzt mit aufgebraucht. Deshalb würde ich jetzt Orange nicht nachkaufen, aber Zitrone auf jeden Fall.
Ich hatte hier zum Geburtstag noch so eine Barbour-Ampullenprobe mit diesem Konzentrat geschenkt bekommen. Das war wahrscheinlich mal bei einer Douglas-Bestellung oder so mit dabei. Und muss sagen, das war sehr angenehm auf der Haut. Ob ich es jetzt nachkaufen würde, könnte ich aber halt nicht sagen, weil ich hatte jetzt nur eine dieser Proben. Und auch da ist es wieder, man müsste das auch wieder über einen längeren Zeitraum dann irgendwie testen, um zu sagen, ist das wirklich jetzt was, was funktioniert, was einen Mehrwert hat. Alles, was so Haut und Haare oder auch Ernährung betrifft, kann man einfach nicht von einem auf den anderen mal sagen. Weil der Körper kann im Zweifel erstmal schlecht reagieren, indem er zum Beispiel, wenn man seine Hautpflege verändert. Und kann eine erste Reaktion sein, dass man erstmal wieder Pickelchen kriegt. Und dann denken ganz viele immer, oh Gott, das mit der Creme ist irgendwie nicht in Ordnung, die ist doch nichts für mich. Und das ist der völlig falsche Rückschluss, weil es einfach, das kann sein, aber es kann halt auch einfach sein, dass die Haut sich jetzt gerade erst einmal umstellen muss auf die neuen Stoffe. Und wenn man neue, andere Stoffe, die ungewohnt sind, zuführt, dann muss die Haut sich da erst mal dran gewöhnen. Deshalb muss man da immer ein bisschen langfristiger rangehen. Ja, sehr eklig, der Boden hier ist schön schimmelig, ist von Bon Gelati Premium Ice Cream Mascarpone Eis. Und hier ist so eine Zitrone abgebildet, das war so ein Zitronen-Mascarpone Eis. Das gab es umsonst beim Lidl, auch wieder mit der Lidl Plus App. Und dann haben wir Edeka Snacktomaten, die oder von Lidl kaufen wir momentan immer, um die einerseits mit zur Arbeit zu nehmen, um sie in unsere Frischkäse-Tomatensoße mit zu verarbeiten oder einfach so zu naschen. Haben wir immer sehr gerne da. Und das letzte, und dann sind wir durch, wow, ist von Argentino das Condimento Italiano Bianco. Klingt total toll, ist von Lidl einfach das Essig. Und Italiano Bianco, Bianco ist wahrscheinlich dann einfach ein Weißweinessig. Das nutzen wir, habe ich auch schon wieder nachgekauft, immer für, also haben wir nachgekauft, nutzen wir immer für unsere Dressings, für unsere Salate. Sehr cool. So, wie immer, ihr könnt jetzt einfach weiter chillen und ich werde jetzt den ganzen Müll in die verschiedenen Müllkategorien unterteilen und Müll wegbringen. Wünscht mir viel Spaß beim Müll sortieren und wegsammeln. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Bis bald. Muah.